Ja, hallo liebe Leute, willkommen zurück zu unserem nächsten KiCad Tutorial 5.0.2 Teil 8. Wir hatten im letzten Teil ein etwas anspruchsvolleres Symbol erstellt für ein Funkmodul DRA 818. Hier hatte ich euch gezeigt, wie man aktiv Low Eingänge schaltet mit einer Tilde vor dem PIN-Namen. Wir hatten uns angeschaut, wie wir hier die Spannungseingänge richtig zuweisen. Auch hier die PIN-Tabelle hatte ich euch gezeigt, wo man schön sehen kann, welcher PIN wie belegt ist. Gerade bei großen Bauteilen ist das sehr von Vorteil. Und ich hatte auch noch in einem kleinen Zusatzvideo gezeigt, wie man hier zum Beispiel mehrere Ground-Pins zusammenfasst auf einen einzigen, um dann im Schaltplan nur einen Pin anschließen zu müssen. Es werden aber über den Namen hier alle Pins entsprechend angebunden. Ja, das war das letzte Video und heute wollen wir dazu übergehen, aus diesem Symbol natürlich auch einen Footprint zu machen. Das ist ja wichtig und dazu habe ich hier schon mal das Datenblatt geladen und am Datenblatt sehen wir dann hier die Dimensionen dieses Funkmoduls sehr schön abgebildet. Und was hier im ganz entscheidend ist, sind die PET-Maße und die sind hier mit 1,8 mm in der Tiefe nach innen gerückt von der Bauteilkante. Und in der 1,8 mm in der Breite, das sehen wir hier. Und das wollen wir jetzt einstellen. Dazu öffnen wir unseren Footprint Editor. Und wir erstellen als erstes einen neuen Footprint. Den nennen wir DRA 818X. Ich hatte ja einige Aliase vergeben, da ich ja bereits schon erwähnt hatte, dass dieses Modul für VHF und UHF verfügbar ist und hier dann mit V oder U abgeschlossen wird und deswegen hier X mit den Bauteil-Aliasen. So, dann verschieben wir wieder wie beim letzten Mal unsere Bezeichnung. Wir schaffen uns hier mal ein bisschen Platz und beginnen jetzt erst einmal die Grundeinstellungen für das Pad einzustellen. Und wir haben hier also einen Kreis mit einer durchgehenden Bohrung. Das ist natürlich nicht richtig. Wir brauchen jetzt einen SMD-Anschluss. Und wir wollen das Bauteil auf der Oberseite montieren. Deshalb stellen wir hier auch F-Kupfer ein, also für die Oberseite. Und es muss natürlich rechteckig sein, denn wir haben ja da rechteckige Pads, die 1,8 mm sind. So, als nächstes geben wir jetzt hier die Größe ein. Das sind also einmal die 1,8 mm. Und wenn ich jetzt natürlich hier 1,8 eingeben würde, würde das Pad natürlich genau an der Ecke sitzen und ich könnte relativ schlecht löten. Deshalb mache ich es mir ein bisschen einfacher. Ich möchte ein bisschen leichter auch dann später mal löten können. Ich gebe einfach mal hier das Doppelte wären 3,6 mm und ich nehme hier einfach mal 4 mm, damit ich dieses Pad hier schön sauber setzen kann und ich damit auch die Möglichkeit habe, da ich ja sehr wahrscheinlich nur mit der Hand positionieren kann, auch das hier noch etwas verschieben kann. Jetzt sehen wir hier rechts im Bild ein Fadenkreuz blau, was hier genau exakt in der Mitte ist. Da wir jetzt hier in der X, in der Y-Größe 4 mm angegeben haben, bedeutet das, dass also von hier von der Mittellinie nach unten 2 mm hineingeragt wird. Wir brauchen aber nur 1,8 unter dem Modul, wie wir es ja in dem Dimension vom Datenblatt gesehen haben. Deshalb kann man jetzt hier dieses Pad aus diesem Nullpunkt verschieben. Dazu machen wir hier, sehen wir hier drüben diesen Form Offset. Und ich gebe jetzt hier ein 0,2. Damit, upsala, einmal auf die Enter-Taste zu viel gedrückt, wird dieses Pad um 0,2 mm hier in der Y-Achse verschoben. Und das heißt, ich habe jetzt also nach hier unten 2,2 mm und hier nach oben 1,8. So, damit haben wir das erst einmal eingerichtet. Und wir können jetzt ein Pad hinzufügen, nämlich das Pad Nummer 1, und das setzen wir wie gehabt auf die Position 0. Ich
gehe hier aus dem Pad-Zuweisen heraus. Und wir sehen jetzt, jetzt müssen wir prüfen, ob es auch richtig rum eingebaut ist. Denn wenn es verdreht ist, haben wir ja dann die 2,2 mm hier an der Innenseite. Deshalb stellen wir das Raster mal um auf 0,1 mm. Das passt relativ gut. Und nehmen jetzt hier rechts unser Messwerkzeug und messen mal aus von der Mittellinie bis nach zur unteren Kante. Das sind 2,2. Und von der Oberkante sind es dann 1,8. Ich möchte es aber andersrum haben, da ich mein Bauteil hier nach unten weiterbauen möchte. Ich klicke das Pad an und drücke zweimal die Taste R und wir sehen, dass sich das Bauteil rotiert hat. R steht für rotieren und ich kann also hier nochmal nachmessen und ich sehe, jawohl, es sind 1,8 mm nach unten und 2,2 nach oben. So, als nächstes sehen wir hier im Datenblatt, dass wir hier oben auf der waagerechten Seite 7 Pads haben. Die werde ich dann hier auf der X-Achse anordnen. Dann 4 nach unten und 7 wieder nach links. So, das heißt, wir gehen zurück in unseren Footprint Editor, nehmen unseren Pad hinzufügen Eigenschaften und platzieren jetzt einfach mal 7 Pads irgendwo hier in unserem Footprint Editor. Mit Escape kann ich aus dem Hinzufügen wieder herauswechseln. Und damit ich jetzt genau positionieren kann, sehen wir hier, den Abstand zwischen zwei Pads ist 4,45 mm. Und das kann ich jetzt hier exakt positionieren, indem ich hier anklicke mit der Taste E für Edit. Hier hinein reinwechsle in den Editor-Modus und hier 4,45 in der X-Position angebe und auf der Y-Achse liegen wir ja auf 0 und dann einfach mit Enter bestätigen und ihr seht, das Pad liegt jetzt hier genau auf der Y-Linie bei 4,45 mm nach rechts. Aber wir sehen natürlich auch, dadurch, dass wir es ja aus der Mitte heraus verschoben haben, ist es jetzt noch verkehrt rum. Ich markiere es und mit zweimal Rotate drehe ich es dann einfach wieder rum. So, das nächste Pad wäre dann bei 8,9 mm und ebenfalls wieder bei 0. Auch hier noch zweimal R drücken, dreht sich es wieder herum. Ja, und jetzt sollte man natürlich dann mal den Taschenrechner dazu nehmen. Bei 4,45 mm hätten wir also 8,9 und addieren dazu 4,45. Das heißt also, unser Pad 4 wäre dann bei 13,35 mm. Auch hier wieder mit der Taste E reingehen, entsprechend den Wert eingeben. Wir legen auf der Nullposition ab und rotieren zweimal unser Pad und so können wir jetzt unsere Pads komplett durchpositionieren bis zur 7. Ich werde jetzt dann hier die Pads mal alle weiter positionieren und melde mich wieder, wenn ich das gemacht habe. Vielen Dank. So, da bin ich zurück. Habe jetzt alle Pads platziert. Wie prüfen wir jetzt, dass wir alles richtig gemacht haben, hier gerade insbesondere die senkrechten Pads. Bis zum Pad Nummer 7 sollte es ja kein Problem gewesen sein, hier immer auf der Y-Position auf 0 zu bleiben und dann 4,45 mm hinzuzuaddieren, um die 7 Pads richtig zu platzieren. Jetzt machen wir hier weiter mit Pad 8. Da schauen wir mal in das Datenblatt und da sehen wir auch hier, das Pad 8 steckt mit dem Mittelpunkt nochmal 4,45 mm weiter und hat dann einen Y-Versatz von 2,6 mm. So, 26,7 war das Pad 7, dazu mal 4,45 dazu, 31,15 ist dann hier diese Kante und minus 2,6 nach unten. Also, wir können das jetzt prüfen und zwar, indem wir unseren Cursor hier mal umstellen und unser Raster auf 0,05 mm positionieren. Dann gehen wir hier nach rechts für unser Abstandsmesswerkzeug und
Wir gehen jetzt hier mit der senkrechten weißen Linie, dieses Umstellen des Cursors führt dazu, dass also hier diese Linie über den gesamten Editor gezeichnet wird. Und wir positionieren diese senkrechte weiße Linie auf 31,15 mm. Das sehen wir unten in der Fußleiste beim X-Wert. Und wir klicken und halten gedrückt und fahren jetzt mit der Linie erstmal bis zur Pad-Kante. Dann haben wir hier die 1,8 mm nach innen. Auch das passt und ich sehe jetzt mit der weißen senkrechten Linie, dass auch die Pads 9, 10 und 11 richtig positioniert sind mit 1,8 mm nach innen. Umgekehrt dann wieder 2,2 mm nach außen. Auch hier sehe ich wieder, passt. So, jetzt können wir noch hier mal bis in die Mitte vom Pad 7 fahren. Auch hier sehen wir, das passt. 4,45 mm ist der saubere Abstand. Wir sind dann, also unten sehen wir jetzt auch bei X wieder 26,7. Das war ja der letzte Wert von Pad 7. Auch das passt. Damit sehe ich, kann ich schnell prüfen, dass meine Pads hier richtig sitzen. Genau das gleiche tue ich dann hier mit der unteren Reihe Pad 18 bis 12. Die sitzen im Prinzip genauso in der X-Position wie 1 bis 7, nur halt mit minus 19. Warum minus 19? Das sehen wir hier an diesem Außenmaß. Minus 19 und die 1,8 sind ja eh schon eingestellt über das Padmaß. Aufpassen, hier die vier Pads auf der rechten Seite haben ein Abstandsmaß von 4,6 mm. Ja, dazu haben wir das erstmal geprüft. Als nächstes müssen wir jetzt hier noch, das sehen wir hier in den Dimensions, noch diese beiden Freistellungen, also diese linke Kante finden. Da brauchen wir eine Hilfslinie, denn wir müssen hier diese Flächen P2, P3 und P1 nachher später in der Platine vom Kupfer freistellen. Und wir brauchen jetzt also hier erstmal diese linke Kante. Die liegt also hier 35,6 mm von der rechten Kante entfernt. Das heißt, wir können uns das hier ganz einfach machen. Wir nehmen 31,15 vom Pad 8 und ziehen die 35,6 ab. Und dann stellen wir fest, dass das hier minus 4,45 ist. Also der Abstand von Pin 1 zur Außenkante sind hier ebenfalls 4,45 mm. Und da positionieren wir uns jetzt mal eine Hilfslinie. Wir wechseln die Ebene in F-Silk. Nehmen unser Linienmodul und ziehen hier uns einfach mal eine beliebig lange Linie. Legen die ab. Mit Escape verlassen wir das Modul. Wir klicken diese Linie an, dass sie markiert wird. Mit Edit kommen wir dann in den Editor-Modus. Na, und stellen jetzt hier ein minus 4,45. Startpunkt X und Endpunkt X auch hier minus 4,45 mm. Damit haben wir jetzt eine Hilfslinie gezeichnet, die uns dabei hilft, als die nächsten Schritte genauer zu durchzuführen. So, nächster Schritt ist, wir brauchen eine Bauteilumrandung für unseren Footprint, das heißt einen Umriss, damit der DRC-Checker beim Platinenkonstruieren dann prüfen kann, dass sich die Bauteile nicht überlappen. Wir stellen unser Raster wieder um auf 1,27 mm oder 50 mm und wir wechseln die Ebene hier in diesen Footprint-Umriss-Layer, das ist die vierte von unten, und wir gehen wieder hier in unser Liniensymbol, in unser Linienmodul und positionieren jetzt hier außenrum einen Umriss. Warum mache ich den jetzt nicht exakt so wie im Schaltplan? Wir müssen hier erstens mal die Pads mit einschließen. Auch die sollen ja nicht überlappt werden durch andere Bauteile auf der Platine. Und ich mache auch diese Umrisse immer etwas größer, als wie die eigentlichen Dimensionen vom Bauteil sind, einfach um zu vermeiden, dass beim nahe beieinander Platzieren von Bauteilen auf der Platine dann das zu eng wird unter Umständen. Ja, ein bisschen mehr Luft ist da nie verkehrt, deshalb hier auch diesen Millimeter oder Zehntel Millimeter dann mehr. Nächster Schritt ist der Bestückungsdruck. Die Außenkante, die wir uns erstellen wollen für den Bestückungsdruck. Wir wechseln in die Ebene F-Silk für Bestückungsdruck.
wählen unser Linienmodul, achten darauf, dass wir unser Raster auf 0,05 mm umgestellt haben und beginnen jetzt hier sauber bei 4,45 minus zu zeichnen. Das sehen wir dann unten wieder in der Fußzeile mit X. Hier können wir jetzt einfach sauber auf der X-Achse bei 0 entsprechend durchfahren. Und wir haben uns hoffentlich gemerkt, dass das bei 31,15 senkrecht nach unten geht, unsere Bauteilaußenkante. Das ist jetzt ein bisschen sauber zu positionieren. So, 31,15, dann gehen wir hier nach unten. In den Dimensions war auch hier angegeben 19, das heißt also 31,15 und 19. Auch hier wieder in der Fußzeile sauber positionieren, ablegen und nach links das Ganze. Hier wieder Richtung 4,45 minus und 19,0. Wir klicken nochmal und schließen damit unser Element. Mit Escape verlassen wir den Modus. Das hilft uns jetzt hier genau unser Bauteil zukünftig auf der Platine zu positionieren, dieser Bestückungsdruck. Der wird hier über den Pads natürlich nicht ausgeführt bei der Produktion der Platine, aber beim Bestücken hilft es ungemein. So, wir verlassen das. Unsere Hilfslinie können wir damit entfernen und haben also jetzt als unseren Bestückungsdruck erstellt und positionieren als nächstes einmal hier unsere Bauteilbezeichnungen. Ihr könnt die jetzt auswählen. Mit M wie Move kann ich also das Bauteil entsprechend, die Bezeichnung entsprechend bewegen. Und wir platzieren das erstmal hier, dass wir das hier schön sehen. Unter dem Bauteil stellen wir jetzt noch die Kupferflächen frei. Das sind hier P1, 2 und 3. Ich habe mich entschieden, hier die gesamte Fläche freizustellen, um zu vermeiden, dass hier auch Leiterbahnen durchgeführt werden auf der Platine, denn das ist ein Funkmodul und das könnte jetzt dazu führen, dass dann HF einstrahlt. Wie machen wir das? Wir gehen wieder in unseren Editor, stellen mal unser Raster ein bisschen größer ein, auf 0,127. Wir bleiben in der Ebene Silk, wählen aber jetzt hier unser Polygon-Modul aus und fahren jetzt hier mal entsprechend an den Außenkanten entlang ab, um uns ein grafisches Polygon zu erstellen. Damit sind dann alle Flächen eingeschlossen, die im Modul freigestellt werden müssen. Ihr seht auch jetzt hier, der Cursor hilft hier ein bisschen mit, die Linien, das Umstellen der Cursorlinien, um das hier sauber zu positionieren zu können. Zeichne ich das hier außen herum und wir schließen unser Polygon. Mit Escape verlassen wir das Modul wieder und wir haben jetzt hier eine komplette Fläche. Diese würde jetzt aber als Bestückungsdruck erscheinen. Deshalb müssen wir die umstellen in eine andere Ebene. Es geht aber nicht anders, denn die Ebene Drawings User ist hier ausgegraut. Ich komme also jetzt hier so nicht hin. Ich kann die nicht anwählen. Aber wenn ich mein Polygon gezeichnet habe, kann ich jetzt das Polygon anwählen und mit E wieder die Eigenschaften. Und ich kann jetzt hier die Ebene wechseln und setze also diese Fläche in diese Ebene Drawings User. Damit wird sie dann auf der Platine erscheint sie nicht mehr im Bestückungsdruck. So, was machen wir noch? Wir machen noch einen kleinen Texthinweis, dass wir das nicht vergessen und geben hier einfach an Kupferfreistellung. Auch hier wechseln wir wieder in Drawings User. Können wir jetzt natürlich nicht hier reinlegen, da sehen wir es nicht mehr. Ich schreibe das hier einfach mal
oder positioniere das hier unten mit an. Das sind also alles Dinge, die dann nicht auf der Platine erscheinen. Nur wenn ich diesen Fußprint in die Platine einfüge, sehe ich dann hier Kupferfreistellung, dass ich es nicht vergesse, dann auf der Platine, dass die Kupferflächen hier unten entsprechend zu sperren. Ja, das war es eigentlich schon soweit zu unserem Modul. Was wir jetzt noch machen müssten, hatte ich aber schon gezeigt, wäre jetzt hier Schlüsselwörter vergeben, einen Link zur Dokumentation einzustellen. Das haben wir aber alles schon mal gemacht, das erspare ich mir jetzt. Ihr könnt jetzt hier noch ein 3D-Modell zusammenbasteln etc. Auch das erspare ich mir an dieser Stelle. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und damit kann man das Ganze hier abspeichern. Und das war's dann auch für heute. Dankeschön.